Also ich bin schon ein bisschen hyped jetzt, aber ich habe halt irgendwie nicht so wirklich eine Erwartung, dass das Spiel gut wird. An der Stelle muss ich mal sagen, der Publisher hat mir das Game geschenkt. Ich werde aber nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt spiele. Und ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich irgendwie das Spiel gut heiße. Das möchte ich an der Stelle ganz wichtigerweise nochmal sagen. Das heißt, ich werde das jetzt zocken. Entweder mag ich es oder ich mag es nicht. So, talk to Dr. Leonard. My name is Difficiano. Ich möchte an dieser Stelle sagen, mein Gaming-PC läuft gerade ultra heiß. Ich spüre gerade, ich frage mich, was wird an meinem Bein hier so warm? So, jetzt muss ich hier erstmal raus. Oh oh. Oh oh. Erster Bug. Oh oh. Oh oh. Ja, das war the day. Wir haben's. Also ich meine, grafisch macht es jetzt wirklich nicht viel her. Machen wir uns da jetzt nichts vor. Es sieht jetzt nicht mega krass aus. Es sieht halt wirklich, meiner Meinung nach, jetzt aktuell 1:1 aus wie the Division. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wer bist du? What is this place? Free up some space in your inventory. Alter, wir hier alle mit dem gleichen Scheiß stehen. So, Grundstück. Willkommen auf deinem Grundstück. Hier kannst du dein eigenes Haus bauen, es erweitern und Möbel dafür kaufen. Okay. Nur mal ganz kurz geguckt. Vielleicht kann man das hier alles später noch erweitern. Vielleicht kann man hier später noch schauen, was es so gibt. Eigentlich geht's jetzt erst los. Jetzt kannst du New Fortune City und die Umgebung auf der Suche nach wertvollen Gegenständen zum Verkaufen erkunden. Ich glaube, das ist jetzt mein offiziell erster Raid, den ich zocke. In The Day Before. Wieso ist diese Alarmanlage so laut? Ja, es ist, also das Gunplay und gegen die Zombies, sind wir ehrlich, sehr, sehr clunky. Schieben wir es mal gerade ein bisschen auf die Server, dass sie überlastet sind. Und damit, erste Runde überstanden. Kann man das nicht ausmachen? Ich glaube, das soll man nicht ausmachen können. Also ich finde es übertrieben viel, viel zu viel mit diesen Alarmanlagen. Also schon sehr trashig. Muss ich leider zugeben, ist schon sehr trashig. Hier waren wir schon mal. Wenn du jetzt keine Red Keycard dabei hast. Oh, Alter! Habt ihr es gesehen? Da stand jemand! Also muss schon sagen, die NPCs sind übelst wack. Übelster Düsing, Alter. Und das ist natürlich irgendwie nicht so geil. Ich meine, das ist halt so das Ding. Die Alarmanlagen könnten, wenn es gut gemacht wäre, mega dabei helfen, Leute zu spotten, etc. Junge, das ist doch scheiße. Ich schieße auf einen Spieler. Die Frage ist, kann ich reconnecten? Na, ich bin tot. Es gibt scheinbar keine Reconnect-Möglichkeit. Ja, also, dass ich auf gar nichts draufkomme, ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Später. Oh, okay. Ich bin nicht mehr im Raid, aber ich habe all meinen Scheiß. Was aber, und das ist jetzt im ersten Moment ist das cool, aber Obacht, ich sag nur Combat-Logging, Alt-F4 mitten im Fight und das könnte ein Problem werden. Schnell um die Ecke, Alt F4 und der Tag gehört dir und du spawnst also mit all deinem Loot. Das wäre absolut schäbig. Also es ist noch sehr, sehr clunky. Das kann man als Fazit auf jeden Fall sagen. Es ist noch sehr, sehr clunky. Da warte ich lieber bis 2025, bis GTA 6 rauskommt. Wenn es dann richtig rauskommt. Klar, jetzt kann man jetzt hier nicht den Publisher mit Take-Two Rockstar vergleichen. Wenn die heute oder wenn morgen GTA 6 rauskommt und das übelst verbuggt ist, dann heulen wir alle rum. Zombies sind halt schlimmer als in DayZ vor 10 Jahren. Das sind Arma 2 Zombies, außer DayZ Origins Mod. So sind die Zombies. Ich will jetzt mal PvP. Die Frage ist, sind das echte Schüsse? Wo? Yo, ich krieg direkt einen Header. Ja, Pistol Run, ne? Ich hab nachgeladen, Bro! Bei mir steht halt 17 Schuss. Es steht drin, dass ich 17 Schuss habe. Es steht drin, in meiner Waffe stand eine 17 und ich konnte nicht schießen. Wo ist die Leiche? Absolut logisch, dass ich gerade da gestorben bin. After 5 long years of development. Das ist ja einfach nur eine Frechheit. Also es wurde auch jetzt wirklich von Minute zu Minute wird das schlimmer. Weil ich dachte so, okay, wenn du gegen die NPCs nicht so gut rankommst, ist in Ordnung. So, keine Ahnung, wenn die NPCs weg, die sinken. Aber das Gunplay gegen die Spieler
ist ja noch schlimmer. Also, ja, PvP, PvE ist alles scheiße in dem Game. Ist wirklich alles kacke. Das Einzige, was Spaß macht in dem Spiel, ist looten, weil es dabei keinen Desync gibt. Hör auf, das Game zu flamen, es ist Launch Day. I'm sorry. Immer diese Streamer, Alter. Ich krieg den ganzen Tag eure Spiele in den Arsch gesteckt und wir müssen immer eine Woche dafür arbeiten, dass wir den Publisher, die solch Müll fabriziert, dann auch nochmal 40 Euro in den Arsch pumpen können. Jetzt reiß dich mal zusammen, Kalle, Alter. Ja, aber scheinbar sind die Server schon wieder leer. Also ich habe jetzt auch schon lange keinen Spieler mehr gesehen. Okay. Ich habe keinen Schuss gehört. Es war auf jeden Fall lustig reinzuschauen. Es ist aber ein absolutes Meme, das Game. Dann morgen. Also gestern haben wir schon so ziemlich die Krise gekriegt. Ich wollte es jetzt auch gestern nicht so ausreizen. Heute gehen wir aber auf jeden Fall nochmal rein. Ja, also Third Person, muss ich auch sagen, ist halt nicht competitive, ne? Also da merkst du ja eh schon, dass es dann casual ist, ja. Es nervt so. Man weiß auch nicht genau, warum die ganze Zeit die Alarmanlage angehen. Was piept denn da so penetrant? Mann, hier piept sie überall. Hier ist eine Alarmanlage, dann irgendwie die Straßensperre piept. Macht doch alles gar keinen Sinn. Überall auf der ganzen Maps geht die ganze Zeit irgendeine Sirene an, irgendeine Alarmanlage, wenn du da vorbeiläufst. Aber am Ausgang ist alles ruhig. Das ist so dämlich. Um es nochmal kurz zu fassen. Du startest auf Server XY, packst da deine Sachen in eine Truhe, fliegst durch einen DC raus, hast ja nicht gemerkt, auf welchem Server du gelandet bist. Gehst auf einen anderen Server, weil du an nichts Böses denkst und du ja auch keine Match-History hast oder keine Server-History. Deswegen weißt du ja sowieso nicht, wo du gezockt hast. Gehst dann auf irgendeinen anderen Server und wunderst dich, dass deine Sachen, die du in deinen Lager tust, verschwinden, weil sie vermutlich auf dem ersten Server landen. Denkst du, da müsste einer sein, ne? No way! No way! Ist das scheiße! Ihr seid so kacke! That's okay. I'll just sell stuff to the trader and it'll be fine. Scheiße, dieses Spiel ist so schlecht! Es ist so schlecht! Es ist so bad! Oh mein Gott! Es ist so bad! Ich bin gerade per Zufall an diese Kante hier gelaufen. Es ist einfach ein Loch drin! Es ist einfach ein Loch drin! Ist das scheiße? Natürlich, also ich habe ihn jetzt auch extra nicht gelootet. Natürlich ist sein Buddy despawned. Natürlich despawned die Player-Leiche nach 2 Sekunden. Ist das scheiße? Ich kann da jetzt jederzeit rein, oder? Ich kann hier jederzeit rein. Ich bin ja auch mit keiner Erwartungshaltung rangegangen, aber ich finde es einfach erschreckend, wie schlecht es wirklich ist. Weil es Third Person gibt. Du kannst nicht pushen. Hier, er pusht mich, er stirbt. Das ist das Game. What the fuck? Oh, geil, endlich wieder. Endlich wieder eine Alarmanlage. Und ich verliere direkt 20 FPS. Ich verliere direkt 20 FPS, weil die Alarmanlage angeht. Zum Glück gibt es ja nicht so viele davon. You piece of shit. You asshole. Now get it. Ach so. Ich töte einen Spieler und er ist einfach nach 3 Sekunden despawned. Natürlich. Warum? Warum? Packung mit Muttern? Wieso habt ihr denn alle eure Mütter in die Kiste gepackt? Versteht ihr? Wegen Packung mit Müttern. Wir haben sonst nichts, worüber wir uns freuen können, Freunde. Also lacht bitte wenigstens über sowas. Und den ist auch erwischt hier. Oh, der ist gerade despawned. Ich habe Glück gehabt. Jetzt gerade haben wir meine Schüsse nicht gehört. Ich kann dir genau sagen, warum das so ist. Weil in jeder Scheißstraße 5 bis 6 Alarmanlagen sind. Er hat's nicht mal gehört. Ah, eine Alarmanlage. Also allein die Sounds. Die Sounds, wenn man schießt. Ich habe keinen Schalli drauf. Ich habe einfach durch meine Modifikation eine Waffe, die einen Schalli hat, die keinen Schalli hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist einfach nur scheiße. Aber man hat auch keine Informationen, ne? Man ist ewig lang in so einer Runde, man tötet Leute, man weiß am Ende gar nicht, was habe ich getötet, wie viel habe ich getötet, gibt das XP. Und jetzt hätte ich einfach gerne Statistik. Wie lange war ich in der Runde? Wie viele Zombies habe ich getötet? Wie viele Player habe ich getötet? Wie viel XP habe ich gemacht? Also das sind einfach Sachen, die muss man jetzt eigentlich erfahren. Sorry, das ist absolut basic. Die Waffe klingt wie ein intensives Tennismatch.
Zumindest haben wir schon ganz lange keine Alarmanlage mehr gehört. Ja, genau! Okay, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der gerade stand. Okay, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ach, hier! Okay, ja, jetzt habe ich ihn gesehen, okay. Hab den nicht wahrgenommen. Also das ist halt der Alarmanlagen Running Simulator. Mit dem Loot kann man irgendwie nichts machen. Guten Tag. Hey, hey. Hallo. Wie läuft denn das jetzt ab? Wir können zusammen einfach auf den Server joinen, oder was? Hab mir was Leichtes. Ja, jetzt ist es ein bisschen Pain, weil jetzt müssen wir gucken, was du hast. Siehst du Fernbord? Ja, hab ich. Rauf da, rauf da. Okay, rauf, Abfahrt. Okay, hier Black Screen. Ja, ist nur fehlgeschlagen. Ja, safe. Alter, Chris, der hat ja Riss. Hey, bist du schon bei Chris? Ich bin bei Chris gerade, ja. No fucking way. Aber jetzt sind hier schon die ganzen Atzen. Ich glaube, wir sind wirklich nicht auf demselben Server. Okay, also dann raus. Okay, Hauptmenü. Harborville, Lindensview, Mistyfield. Lindensview. Hast du auf den richtigen geklickt? 100%. Bist du Difigiano? Ja, sicher. Okay, du bist jetzt in meiner Gruppe. Du slidest gerade auf ihn. Wir sind dann da rechts an der Wand. Ich habe ihm einen Headshot verpasst. Oh, er ist tot. Hä, irgendwie stirbt er wo ganz anders. Also bei mir liegt er hier. Hä, ist hier what? Da liegt er bei mir, da, wo ich hier stehe. Hä? Junge, du gibst das Spiel jetzt ja eh zurück, ne? Ich gebe das Spiel jetzt definitiv zurück. Okay, dann gib mir mal all deinen Loot. Geh mal vor mit deinem Gameboy in deiner Hand, Alter. Alt F4. Kalle, danke dir. Hau rein. Lieber, tschüss. Jetzt gucken wir uns mal den Clip hier an. Komm, hopp ich mir mal hinterher. Irgendwie das aussieht, ey. Jetzt bleib mal stehen, dann bist du weg. Ja, das kannst du halt nicht spielen, das Spiel. Das Witzige ist, er hat schon lange Alt F4 gedrückt. Er hat schon lange Alt F4 gedrückt. Er steht hier immer noch. Und das ist... Also das, ne? Dieses Spiel ist es einfach nur ein Alarmanlagensimulator. An jeder scheiß Ecke geht eine Alarmglocke los. Am Ende des Tages ist das Spiel leider eine absolute Katastrophe. Es ist leider einfach nur scheiße. Die Grundidee von dem Game ist gut. Du hast die Möglichkeit zu looten. Du kannst mit dem Loot aber nichts anfangen. Dann kannst du das hier machen, was wir jetzt sehen werden. Du kannst einfach Geld scheißen. Es ist alles kaputt. Die Server sind scheiße. Die Hit-Registration funktioniert in diesem Spiel einfach absolut nicht. Wir machen das jetzt gerade per se mit Absicht. Ich lasse mir gerade Gold schenken, weil ich will einfach nur mal die teuren Items kaufen. So ein Haus und ein Auto und so. Ich lösche danach sofort den Account. Und also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie mich bereichern will. Ich will das einfach nur gerade einmal mal ausprobieren. Oh, jetzt habe ich ein Haus. Cool. Ja, jetzt haben wir hier die große Hütte. Und da kommt sogar das Gas unten durch. Fette Casting-Couch hinstellen. Die kann ich nicht. Ich kann in mein Haus keine Möbel stellen. So, wir haben das teuerste Auto im Spiel. Für die Wissenschaft. Ich kann nicht auf die Map gucken gleichzeitig. Kann aber aussteigen. Let him cook! Let him cook! Let him cook!